Ich bin dafür, wir gehen das nächste Mal wieder alleine. Ich auch. Also, ich habe nichts gegen Gruppen, aber das ist für ein Let's Play sehr unvorteilhaft. Vor allem, wenn die Person noch nicht mal spricht mit uns. Erstens, wenn sie nicht mit uns spricht, und zweitens, wenn sie hier durchrennt, als wäre der Teufel hinter ihr her. Also. Versuch 143. Das Verfahren wird langweilig und kompliziert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass genug Schnitte und Kniffe das Objekt in ihren Ursprungszustand versetzen können. Haben mehrere männliche Skeet-Spendern Hautgewebe entnommen. Sterile Prozedurkammer ist vorbereitet. Versuch 143 Ergebnis. Verfahren fehlgeschlagen, aber zwei Dinge gelernt. Erstens, Metabolismus des Objekts ist inkompatibel mit Anästhetikum, hat sie sogar noch mehr entkräftet. Und unruhiger gemacht. Zweitens, Objekt findet Spenderhaut köstlich. Muss mir merken, sie nicht mit der männlichen Skeetsch-Bevölkerung zusammenzubringen. Lecker, köstlich. Ja, erinnert mich ein bisschen an Schwarze Witwen. Ja, mich auch. Sagt nicht noch einer, oder? Nee, nicht noch ein Buch. Gut. Dinge, die ich sammeln kann. Ich weiß nicht, warum ich das Zeug sammle, aber ich sammle es. Habe mich nicht von diesem erneuten Fehlschlag entmutigen lassen. Ich werde weitermachen, bis ich erfolgreich bin. Für Mutter Onma. Versuch 1327. Es gibt eine Pell-Redewendung über Schönheit und ihr Verhältnis zur Tiefe der Haut. Wenn das Objekt innerlich attraktiv wird, verändert das vielleicht auch das Äußere. Bildung und kognitive Therapie waren zuvor nutzlos. Vielleicht fehlt dem Objekt die nötige Motivation. In den Archiven der geliebten Mutter Onma steht das. Mutter Onma steht, dass Elektrizität, die direkt auf das Schmerzzentrum, okay, direkt auf das Schmerzzentrum des Gehirns angewendet wird, das Verhalten aufsässiger Patienten effektiv verbessert. Das Objekt lernt angemessene Wortwahl, Betragen, Höflichkeit und Manieren und wird dabei in einem Negativ-Feedback-Gurt festgeschnallt. Dieser löst schmerzhafte Schocks aus, wenn sie nicht angemessen antwortet. Mutter Onma würde diesen Versuch sicher gutheißen. Der Erfolg ist garantiert. Versuch 1327 Ergebnis. Habe festgestellt, dass Elektroschocks euphorischen Zustand beim Objekt auslösen. Sie wird gewalttätig, wenn diese zurückgehalten werden. Werde sie langsam davon entwöhnen. Hat diese Aufgabe jemals ein Ende? Ich muss meinen Wert beweisen. Mutters Objekt wird ausgeführt werden. Mutters Projekt. Das Versuch. heißt quasi, sie will Elektroschock haben. Gib Ja. mir mehr Strom. 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 Machst mir Angst. Versuch 8001. Das große Rad dreht sich, das Objekt bleibt dasselbe. Aber kann das große Rad zurückgedreht werden? Kann das Objekt in die Vergangenheit reisen, in eine Zeit vor ihrer Transformation? Die starken Urkräfte sind omnidirektional, rückwärts, vorwärts, das ist alles eins. Vielleicht kann das Objekt so beschleunigt werden, dass es den grausamen Griff der Zeit durchbricht. Objekt müsste in Mutters heiligen Partikelbeschleuniger passen. Mutter möge mir beistehen, ich glaube, diesmal klappt es.
Versuch 8001 Ergebnis. Hat nicht geklappt. Objekt ist im Zyklotron stecken geblieben. Muss eine Spur auseinandernehmen, um sie herauszuholen. Eine positive Sache, sie hat jetzt eine schöne Färbung in Cäsniumblau. Wehe mir, ich habe erneut bei dieser heiligen Aufgabe versagt. Ich bin unwürdig. Mutter Oma wird mir niemals, wird niemals zurückkehren. Aktualisierte Einträge. Oh, das finde ich doch nie wieder, was wir vorhin hatten. Lass auch gerade mal, weil ich glaube, hier kommt gleich ein Event. Wahrscheinlich kommt gleich das nächste Buch, ja. Nein, da steht irgendwie etwas Größeres. Sagen sie alle. Und links ist ein Datacron. Siehst du? Siehst du? Halt den Schnabel und stirb. Ich wette, das Viech in der Suppe ist Hugo. Was meinen Verdacht bekräftigen würde, dass der genauso hässlich ist wie seine Olle. Süß hässlich, aber hässlich. Habe ich eigentlich sowas wie Mana? Was? Habe ich eigentlich sowas wie Mana? Nein! Das große Werk muss fortgeführt werden. So, Würfel. Unangenehme Überraschung. Orden der Progmagnetiker. Guck mal, da ist jemand. Ist das Hugo? Ja, das ist Hugo. Wo ist Hugo? Die Olle hat ihn gerade freigelassen. Ist gerade weggerannt. Meine Arbeit... Hier ist noch ein Buch. Hier ist noch ein Buch. Wo? Meine Arbeit an den Sketches ist nun vollendet. Obwohl sie vordergründig noch immer die neugierigen, fröhlichen kleinen Kreaturen sind, mit denen ich die Schöpfung begann, wurden sie nun in Größe, Ausdauer und Wildheit verstärkt. Ist das ein richtiges Buch oder ist es nur Wissen? Aufgabenliste, Lebenslaufserie, irgendwas an der Oberfläche schiefgegangen. Das ist quasi so ein kleiner Bericht. Okay, warte. Dann lese ich das kurz zu Ende. In der tödlichen Ausdauer verstärkt. Einige physiologische Verbesserungen ermöglichen jetzt ihr Überleben in der tödlichen Kälte des Alls. Das nächste Mal, wenn eine gewisse Person versucht, sie zu verbessern, erlebt sie womöglich eine unangenehme Überraschung. Wir sehen im Moment ein paar Komplikationen beim Nexus-Projekt und ich begebe mich bald zur Oberfläche. Ich habe meinen Assistenten angewiesen, während meiner Abwesenheit unverzüglich mit der Produktion der neuen Skeech zu beginnen. Ich bin mir sicher, er wird damit fortfahren, bis ich wiederkehre. Ich glaube nicht. Er wird sie verbessern. So, und jetzt suche ich den Ausgang. Aufgabenliste. Lebensaufseher. Irgendwas ist an der Oberfläche schiefgelaufen und ich muss zurückkehren, um zu helfen. Während ich fort bin, habe ich hier eine Liste mit einfachen Aufgaben, die erledigt werden müssen. Ich hoffe, ich laufe richtig. Ja, du kommst näher irgendwie. Schalte den Partikelbeschleuniger nach der Nutzung aus. Du kannst ihn benutzen, während ich weg bin. Ich weiß, dass du darin gern deinen Tee machst. Aber schalte ihn bitte aus, wenn du fertig bist. Hoch. Poliere die Urlogik-Schaltkreise. Poliere die Bioreaktor-Vorläufer-Tanks. Poliere die Transmart-Tabs.
Allein die Musik, wie so im alten Science-Fiction-Film. Wir werden sterben. Nein. Doch, sie sind gestorben. Ach so, Sie werden sterben. Ja. Ich habe verstanden, wir werden sterben. Nein, nie hörst du mir zu. Poliere die Transmat-Tabs im Intralabor. Poliere die Hartlicht-Holoprojektionslinsen. Zusammengefasst heißt das, poliere einfach alles, was grün leuchtet. Achte darauf, dass die Skech-Generationen problemlos brüten. Schalte nicht, ich wiederhole, schalte nicht den Bioreaktor aus. Ich brauche so viele Daten, wie wir bekommen können. Fege die Luftschleusen, gieße die Pflanzen. Falls einer meiner Eldern-Kollegen auftaucht, schau dumm drein und beantworte einfach alle Fragen mit "Ich weiß nicht". Das sollte dir nicht besonders schwer fallen. Da es ja stimmt. Füttere die Skech. Du weißt ja, wie es läuft. Füttere sie morgens, morgens, vormittags, mittags, nachmittags, spätnachmittags, zur Dämmerung und um Mitternacht. Ich habe außerdem festgestellt, dass sie es mögen, wenn man ihnen etwas vorsingt. Vorsingt. Popsongs funktionieren prima. Na, dann fang mal an, Motti. Nein. Sing nicht den Xenobeißern vor. Hast du irgendwo Bücher unterwegs gesehen? Nein. Okay. Gott behüte, dass sie anfangen, dieses Verhalten zu imitieren. Stell dir den Horror eines Xenobeißer-Schwarms vor, der den neuesten Hit aus Kassos sucht, den Superstar trällert. Achte darauf, dass alle laufenden Experimente problemlos weitergehen. Sie müssen auf Biegen und Brechen fortgesetzt werden. Wenn du Lust hast, versuche den weiblichen Skech zu reparieren. Aber das hat keine Priorität. Ich bin Nummer 2 in Heilung und Nummer 1 in Überleben. Nummer 1 beim Überleben, Nummer 2 bei Schaden, Nummer 3 bei Heilung. Schaden bin ich gar nicht aufgefüllt. Achte darauf, dass alle laufen. Ja, genau. Wenn irgendwas Wichtiges vorfällt, ruf mich einfach und ich kümmere mich darum, wenn ich zurück bin. Ich setze großes Vertrauen in dich, Lebensaufseher. Enttäusche mich nicht, Onma. Gott. So. Es ist So. da. Es hat funktioniert. Volle Kraft voraus. Warte, 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 warte. Bin noch nicht da. Jetzt, hier. Wie ist die Lage, meine Liebe? Hast du schon Kontakt zu meinem Hugo aufgenommen? Das Grauen von Fragment 0. Ich bin wirklich froh, dass mein Hugo es von diesem gottverdammten Felsen heruntergeschafft hat. Ich hätte niemals erwartet, dass er in einer solchen Patsche landen könnte, verstehst du? Und seine arme Crew. Wie Ja, können wir seine arme Crew. irgendwas sammeln? Benutzen. Weisheit erhöht Unterstützungswert. Energie erhöht Angriffswert. Erhöht Angriffswert oder erhöht Unterstützenswert? Ja, genau. Ich nehme Unterstützung. Weil es ist was zum Benutzen und ich bin schlecht im Benutzen. Wusste ich doch. Hier ist noch ein Buch, Motti. Reisehinweise, Ekose, Vereinigung der Schiffsjungen. Achtung, Achtung, eine Warnung an alle Schiffe unterwegs in den Häfen. Und Schon in den gehört? Häfen. Was?
und in den Häfen. Ach so. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber wir dachten, ihr wüsstet vielleicht gern, dass es etwas Ärger bei diesem schicken neuen Planeten Nexus gibt. Anscheinend gibt's da eine Strömung oder stehende Gravitationswelle oder sowas. Was die Navigation ganz schön stressig macht. Also passt auf, was ihr da macht, ja? Die Leute nennen es den Halon-Effekt. Wenn das mal keine Woche... Ich muss dabei immer an Halion denken. Ich bin eindeutig wie wir geschädigt. Eindeutig. Wenn das mal keine Wucht ist, als wäre es nicht schon schwer genug, durch diesen Halon-Ring-Schlotterweg zu fliegen, ohne dass irgendeine mysteriöse Macht die Instrumente durchdrehen lässt. Aber es ist nun mal, was soll man da machen? Wir empfehlen also Folgendes. Nicht, dass wir jemandem sagen wollen, was er zu tun hat. Hört zu oder nicht, eure Sache. Haltet euch von diesem lästigen Halon-Ring fern. Wenn ihr wirklich wichtige Fracht zu liefern oder abzuholen habt, dann achtet darauf, die neueste Sternkarte und Astrogationsprotokolle zu haben. Yep, die retten euch den Hintern, weil sie euch sagen, wo die Gefahren sind. Stellt sicher, dass eure Instrumente richtig funzen. Jeder spart ja mal hier und da gern ein paar Kröten, aber die Zahlung einer Kalibrierungsgebühr ist weniger kostspielig als ein neues Schiff. Haltet ein Auge offen nach einzelnen Mondbrocken, die da rumschweben, wo sie nichts zu suchen haben. Diese verflixten Planetesimale wandern gern umher, alles klar? Ihr solltet wissen, wann Schluss ist. Wenn euer künstlicher Horizont verrückt spielt und euer Navigationssignal versagt, zieht am Knüppel und verzieht euch ins freie All. Also einen schönen Himmel wünsche ich euch, Schiffsleute, und möge euch der Navigator sicher heimgleiten. Ja. Weiß Bescheid. Gut, dass ich kein Raumschiff-Captain bin in dem Spiel. Nee. Zurück nach Nexus. Ja. Das fängt ja gut an. Wie fing der Trailer jetzt gerade eben an? Ein halber Sieg ist besser als gar keiner. Mhm. Habe ich gelesen, stand da. Okay.